Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar einer Filmkritik. Wobei ihr seht, ich stehe nicht in meinem gewöhnlichen Set, wo ich die Filmkritiken aufnehme. Das hat damit zu tun, dass ich dieses Thema hier einfach nicht als Filmkritik normal abhandeln kann. Sound of Freedom, um den es heute geht, ist nämlich ein Film, da geht es um mehr als den eigentlichen Film. Und das zeigen auch die Kommentare, die ich seit Monaten auf diesen Film bekomme, obwohl der in Deutschland noch gar nicht angelaufen ist. Hier, sowas zum Beispiel. Ziemlich enttäuschend, dass du nichts zu Sound of Freedom gesagt hast. Mach mal eine Filmkritik zu Sound of Freedom. Oder traust du dich nicht? Oder das hier, das fand ich besonders schön. Wann kommt dein Review über Sound of Freedom? Oder möchtest du etwa Kinderhandel und Kindesmissbrauch verheimlichen? Okay, was ist da los? Ja, tatsächlich kommen diese Kommentare jetzt seit, ich glaube, 3 oder 4 Monaten sind es jetzt mittlerweile. Und immer wieder wird die eine Frage gestellt: Warum redet ihr Film-YouTuber nicht darüber und wieso ist dieser Film noch nicht in Deutschland gestartet? Die erste Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Der Film wurde der deutschen Presse nämlich bis zu dieser Woche nicht gezeigt, weil er bisher in Deutschland einfach keinen Kinostart hatte. Das heißt, wenn ihr Reviews auf Deutsch schon gesehen habt, dann sind das Leute, die den Film tatsächlich in der Regel illegal gesehen haben, denn anders ist man an Sound of Freedom nicht rangekommen. Am 4. Juli ist der Film in den USA gestartet und hat sich da innerhalb von kürzester Zeit zu einem der Mega-Events des Jahres hochgearbeitet. Aktuell steht der Film immer noch weltweit in den Top 20 der erfolgreichsten Filme. In den USA gehört der Film sogar zu den 10 erfolgreichsten Filmen des Jahres und hat da Hochkaräter ausgestochen wie Indiana Jones, The Flash, Fast and Furious 10, der letzte Mission Impossible Film oder sogar Transformers. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich euch fragen, hä, was ist denn das für ein Film, der solche Einspielergebnisse einholt? Sound of Freedom ist viel mehr als das. Er ist ein Film, der in den USA einen regelrechten Medienzirkus losgetreten hat. Ein Krieg, der auf Social Media ausgetragen wird zwischen zwei Fronten. Es ist ein Film, den die Kritiker angeblich hassen und alle Fans lieben. Und sogar Donald Trump hat dafür bereits Werbung gemacht. Es geht um QAnon-Verschwörungstheorien, es geht um leere Kinosäle, und es geht am Ende, geht es doch eigentlich nur um die Kinder, oder? Ich wollte tatsächlich schon vor Wochen ein Video über Sound of Freedom machen, aber ich habe diesen Film tatsächlich erst diese Woche selber gesehen und hatte bisher immer gedacht, es ist nicht wirklich professionell, über einen Film zu sprechen, den man dann eben selber noch gar nicht gesehen hat. Deswegen mache ich das hier an dieser Stelle. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es wahnsinnig schwer ist, in diesen Kaninchenbau hineinzutauchen. Und am ehesten kann ich das tun, indem ich erzähle, was der Film denn ist. Sound of Freedom erzählt nämlich die Geschichte von Tim Ballard. Der hat im Jahr 2013 die Operation Underground Railroad gegründet. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, den Kinderhandel vorwiegend in den USA, aber auch anderen Ländern wie zum Beispiel Mexiko zu bekämpfen. Er ist jemand, der tatsächlich in diese Länder fährt und Kinder aus Notsituationen befreit. Erzählt wird das Ganze von einem relativ kleinen Studio, nämlich den Angel Studios, die zu einer ganzen Gruppe von Studios gehören, die in den USA Content für christliche Kinogänger produzieren. Ja, das ist da tatsächlich ein richtig lukrativer Markt. Die USA sind ja ein sehr religiöses Land und zwar so sehr, dass sie es lieben, auch Geschichten für sich erzählt zu bekommen. Und das passiert mal offensichtlicher, wie zum Beispiel in so Serien wie The Chosen, eine Serie, die auch von Angel Studios produziert wird. Da geht es dann um das Wirken von Jesus Christus. Aber es gibt auch viele andere Filme und da spielen nicht nur unbekannte Leute mit. 2014 ist zum Beispiel Left Behind veröffentlicht worden, ein Film mit Nicolas Cage, in dem dann ganz viele Leute verschwinden, weil sie zu Gott in den Himmel gerufen werden. Eine Sache muss man noch dazu sagen, nämlich wie sich die Angel Studios diese Filme finanzieren. Das machen sie nämlich hauptsächlich auch durch Crowdfunding. Was sie aber auch machen, ist eine Methode, die sich in den USA vielleicht in den kommenden Jahren sogar durchsetzen könnte, nämlich die Pay It Forward Methode. In dem Trailer zu Sound of Freedom wird unter anderem von Jim Caviezel dazu aufgerufen, Geld für Tickets auszugeben, die man dann an der Kinokasse für andere Leute hinterlegen kann. Das wird gemacht, um so die Zielgruppe zu erweitern, damit sich zum Beispiel auch Leute, die sich vielleicht kein Kinoticket leisten können, so einen Kinogang gönnen können. Ist ein nicht unumstrittenes Prinzip, hat in diesem Fall aber zu einem der großen Faktoren für den Erfolg gesorgt. Aber daran erklärt sich jetzt noch gar nicht, was diesen riesigen Shitstorm ausgelöst hat.
Der Grund für diesen riesigen Zirkus, der sich darum entwickelt hat, hat in erster Linie auch mit Kritik zu tun. Kritik, die schon weit bevor der Kinofilm überhaupt in den USA angelaufen ist, aufgekommen ist. Und der hatte mit zwei Personen zu tun. Als erstes dem Hauptdarsteller, Jim Caviezel. Den kennt ihr bestimmt. Das Gesicht habt ihr mal gesehen. Der hatte eine sehr große Rolle in Die letzte Passion Christi. Ich mag ihn am meisten in einem meiner Lieblingsfilme, nämlich Der schmale Grat. Nur in den letzten Jahren ist er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil er sich auch hauptsächlich auf so christliche Themen konzentriert hatte und eine Sache, die immer mehr Kritiker hervorgerufen hat. Jim Caviezel fällt nämlich seit mehreren Jahren mehr und mehr damit auf, dass er Verschwörungsideologien der QAnon-Bewegung verbreitet. Ihr habt davon bestimmt schon mal gehört. Es geht um Deep States, es geht um geheime Elitenclubs, die das Blut unschuldiger Kinder aussaugen, damit sie selbst verjüngt werden können. Und das ist, anders als die Macher von Sound of Freedom es gerne immer wieder aussehen lassen wollen, nichts, was sich die Medien ausgedacht haben. Hier, es gibt zum Beispiel ein Video, da steht Jim Caviezel auf einer QAnon-Convention im Jahr 2021 und brüllt Parolen ins Publikum. Ich möchte an dieser Stelle nicht zu tief auf dieses Thema eingehen. QAnon ist einfach zu groß, dass ich das hier erklären könnte und hier soll es immer noch um Filme gehen. Falls ihr euch aber informieren möchtet über dieses Thema, das wirklich wichtig auch ist, dann empfehle ich euch eine Doku vom ZDF, die habe ich euch unten verlinkt. Ich finde, da greifen sie dieses Thema sehr ausgewogen auf. Die zweite Person aus dem Dunstkreis von Sound of Freedom, die immer wieder auch in Kritik geraten ist, ist Tim Ballard selbst, der Mann, um den es hier eigentlich geht. Tim Ballard und seine Organisation wurden immer wieder kritisiert, unter anderem von Experten für Kindesentführung, die unter anderem kritisieren, dass Tim Ballard ins Internet Videoaufnahmen von seinen Einsätzen postet und dabei oft die Persönlichkeitsrechte der Kinder nicht schützt. Ein noch viel größerer Kritikpunkt kam im Jahr 2020 auf, da sind nämlich gleich mehrere Reportagen vom Vice Magazine erschienen. Die werfen ihm dort vor, dass er es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst nimmt. Es wird da drin von Übertreibungen, von Falschdarstellungen und von Zweckentfremdung von Spendengeldern gesprochen. Hier bin ich wirklich sehr hin und her gerissen, weil auf der einen Seite finde ich es natürlich wichtig, dass es Reportagen und Recherchen gibt, die auch aufdecken, wenn irgendjemand es mit der Wahrheit nicht so ganz ernst nimmt. Ob Tim Ballard jetzt zum Beispiel, wie er selber sagt, tausende Kinder gerettet hat, das weiß er wahrscheinlich nur selbst. Aber ehrlich gesagt, für mich ist aber so dieser Gedanke, ob es jetzt 1000 oder 100 sind, er hat halt Kinder gerettet. Das ist ein bisschen schwierig, sich auf diesen Kritikpunkt einzulassen. Man muss aber sagen, diese Kritik ist nicht neu. Bei Tim Ballard geht die weit zurück und bei Jim Caviezel bis ins Jahr 2020 ist also weit vor dem Kinostart von Sound of Freedom aufgekommen. Warum dann jetzt also dieser große Aufschrei im Zusammenhang mit dem Kinostart? Auch hier sind die Zusammenhänge nicht so ganz einfach herzuleiten. Deswegen fange ich mal am besten an mit dem Kinostart. Am 4. Juli kam Sound of Freedom in die Kinos und dann sind natürlich wie üblich die Kritiken dazu erschienen. Man muss sagen, man sieht das hier schon bei Rotten Tomatoes oder aber auch bei Metacritic. Die Kritiker fanden den Film eigentlich überwiegend mittelmäßig bis schlecht. Die Fans wiederum, die sagen was ganz anderes. Was ich dabei ganz selten gefunden habe, ist tatsächlich, dass diese Verbindung von QAnon und Jim Caviezel dem Film zur Last gelegt wurde. Die meisten besprechen ihn wirklich nur als das, was er ist. Trotzdem gab es Artikel, die darauf hingewiesen haben, unter anderem von der Washington Post oder vom Guardian, die gesagt haben, hey, das ist ein Film, dessen Hauptdarsteller hat eine Verbindung zur QAnon-Bewegung und in diesem Film geht es jetzt um entführte Kinder. Ah, da muss man kein Genie sein, um diese Verbindung herzustellen, die zu den Verschwörungstheorien von QAnon passen. Und hier muss ich gleich mal meiner Filmkritik ein bisschen vorgreifen, die am Ende dieses Videos kommt. Im Film gibt es tatsächlich keine Verbindung zu Verschwörungstheorien. Da wird QAnon oder all diese Elemente werden nicht erwähnt, was auch damit zu tun hat, dass Sound of Freedom schon viel früher gedreht wurde, zu einem Zeitpunkt, als QAnon noch gar nicht existierte. Und trotzdem ist in den USA jetzt etwas entstanden, das habe ich so vorher noch bei keinem Film gesehen. Es gibt einen riesigen Kulturkrieg zwischen zwei Lagern. Die Rechten gegen die Linken, die Republikaner gegen die Demokraten, die Woken gegen die Unwoken, die sich gegenseitig mit Argumenten beschmeißen, auch weil das von Anfang an von den Machern von Sound of Freedom, vor allen Dingen von Jim Caviezel, der sich seit Monaten auf Pressetour durch alle möglichen Termine durcharbeitet, wird von denen verbreitet. Unter anderem in Interviews bei klar rechtsgerichteten Medienmachern wie Steve Bannon zum Beispiel. Auch mit Donald Trump haben er und Tim Ballard schon zusammengesessen, weil Donald Trump findet die Message richtig, richtig gut. When I am back in the White House, I will immediately end the Biden border nightmare.
that traffickers are using to exploit vulnerable women and children. Diese Verbindung zu QAnon wurde tatsächlich in erster Linie von Jim Caviezel selbst hergestellt, der von Anfang an auf dieser Pressetour kaum eine Gelegenheit ausgelassen hat, um über tiefgreifende Verschwörungen in Hollywood zu sprechen. Hier zum Beispiel spricht er nochmal von einer Verschwörung der Eliten, die diesen Film bewusst verheimlichen wollen. It's a global problem. It's an elite problem. Hollywood too. I'm not saying everyone, but the guys who are like a very top. Und es wurde eine andere Ebene aufgemacht. Am Ende des Films, in den Credits, sagt er, dass dieser Film gegen alle Widrigkeiten kämpfen musste. Alle möglichen Hürden wurden ihm und seinem Team in Hollywood in den Weg gelegt, damit dieser Film nicht das Licht der Welt erblicken kann. Und das ist nicht wahr. Das ist tatsächlich nicht mal nur die Hälfte der Wahrheit. Sound of Freedom hatte nämlich ursprünglich einen großen Studio-Deal. 2018 wurde der Film gedreht mit Crowdfunding und privaten Finanziers. Und dann hatte man sich für den Vertrieb bereits mit 20th Century Fox geeinigt. Das Problem ist, 2019 ist 20th Century Fox ja in den Besitz von Disney übergegangen und damit auch alle Rechte an allen Filmen und allen Serien. Und Disney hatte sich dazu entschieden, Sound of Freedom nicht weiter zu vertreiben. Und das ist nicht völlig abwegig, denn im Rahmen dieser Übernahme soll Disney laut Berichten über 250 Projekte einfach abgesägt haben. Und dazu gehörten auch Hochkaräter. Und was ich wahnsinnig interessant finde, und das ist ja irgendwie immer so bei Verschwörungsideologien so, dass man es geschafft hat, aus diesem Nährboden, den man auch selbst mitgesät hat, eine Realität zu spinnen, in der die Eliten und die Mainstream-Medien verbieten wollen, dass man diesen Film sieht. Es gibt auf YouTube wahnsinnig viele Videos, in denen Jim Caviezel selbst auftritt, die dann so Namen haben wie die Woken-Medien verheimlichen die Wahrheit, warum die Hollywood-Elite nicht will, dass ihr Sound of Freedom seht, die Medien beschmutzen Filme über Kindesmissbrauch. Und es führte so weit, dass selbst die erzkonservative Republikanerin Marjorie Taylor Greene vor dem Repräsentantenhaus folgende Frage stellte. I can't understand why anyone would say anything negative about a movie that's trying to expose child sex trafficking, especially when it involves our United States border. Und ja, das ist dann die Spitze des Eisbergs. Jeder, der diesen Film kritisiert, muss automatisch in Frage gestellt werden, weil das Thema, das ist doch eigentlich ein voll wichtiges. Hier geht es doch eigentlich um die Kinder. Und es wird interessanter, denn nicht nur die Macher und einige Medien verbreiten diese Narrative, sondern diese wird auch aufgegriffen von großen Influencern. Ja, Leute wie Russell Brand sitzen dann da und beschweren sich darüber, dass die Medien und die Elite diesen Film verbieten wollen. Sound of Freedom is smashing it at the box office and is being attacked continually by the mainstream. Es gibt zahllose YouTube-Videos aus den USA, wo sich die Leute genau darüber beschweren. Und darunter natürlich auch die üblichen Verdächtigen, die viel mit anti-woken-Inhalten auffallen, wie dem Critical Drinker, der da Folgendes zuzusagen hat. Why don't they want this movie to succeed? Why is Hollywood so defensive about it? It almost gets you thinking, doesn't it? Und das zieht sich bis nach Deutschland. Obwohl dieser Film hier noch gar nicht gestartet ist, gibt es jetzt schon auch auf YouTube Deutschland Videos, in denen genau diese Narrative übernommen wird. Ich hatte zum Beispiel mal bei Google Bewertungen geschaut und selbst da fand man schon Monate vorher Kommentare, in denen genau diese Narrative übernommen wurde, dass die Mainstream-Medien nicht möchten, dass man diesen Film schaut. In den USA ist dieses Ding dann förmlich explodiert. Sobald klar war, dass Sound of Freedom ein Erfolg ist, haben sich diese Seiten regelrecht bekriegt. Und in den Medien gab es Artikel, die wie so ein Schlagabtausch wirkten. Da wurde dann herausgefunden, dass einer der Crowdfunding-Unterstützer wohl selbst in Kindesmissbrauch involviert gewesen ist. Dann gab es eine Geschichte, die hat mit dieser Pay-It-Forward-Methode zu tun. Weil man ja Tickets vorbezahlen konnte, die dann sich Leute abholen konnten, ist es wohl mehrfach vorgekommen, dass Kinos ausverkauft gewesen sind und ganze Vorstellungen von Sound of Freedom belegt wurden. Die Säle waren dann aber leer. Auf TikTok wurden unterschiedlichste Videos gepostet, in denen Leute standen, die sagten, obwohl man online oder an den Kinokassen keine Karten mehr kaufen konnte, ist niemand da gewesen. Die Verschwörungstheoretiker waren da aber schon längst einer neuen Theorie auf der Spur. In einigen Kinos der großen Kette AMC ist wohl die Klimaanlage damals ausgefallen oder das Licht ist zum Teil angelassen worden. Und das haben viele Fans des Films zum Anlass genommen, zu vermuten, dass AMC das extra macht, damit man sie aus dem Kino heraus ekelt, damit dieser Film nicht gesehen wird. They literally had the lights on. They kept the lights on the entire movie. Who does that? They don't want you to see this movie. Die Erklärung wurde von Verschwörungstheoretikern dann auch ganz schnell gefunden. Der Chef der Kinokette AMC hatte nämlich früher mal eine Verbindung zu Bill Clinton. Ja, da dröhnt einem regelrecht der Kopf. Aber die Frage, die natürlich im Raum steht und wahrscheinlich auch bei euch, wie ist denn jetzt eigentlich der Film?
Ich habe Sound of Freedom Anfang dieser Woche gesehen und ich war natürlich im Vorfeld total gespannt. Was kommt denn da jetzt auf mich zu? Ist das tatsächlich der emotionalste Film? Ist das so, wie Jim Caviezel sagt, ein Film, der vergleichbar ist mit Schindlers Liste? This is Schindler's List now. And this time we made it during this time now. Nee, ist er nicht. Aber er ist so einiges nicht. Er ist vor allen Dingen aber, und das hatte ich ja gerade schon gesagt, keine Wiederholung von diesen Verschwörungsideologien. Da müsste man schon viel bösen Willen aufbringen, um das da hinein zu interpretieren. Aber das ist auch nur, wenn man diesen Film halt für sich betrachtet. Und ich versuche das jetzt mal genau so. Ich versuche diesen Film jetzt einfach nur als das zu besprechen, was er ist. Und da war ich zunächst erstmal überrascht, weil ich erwartet hatte, dass das hier sehr viel mülliger ist. Ich dachte, diese christlichen Filme werden alle mit wenig Budget produziert und müssen dementsprechend auch genau so aussehen. Aber was ich dann bekommen hatte, ist ein Film, der tatsächlich einen durchaus hohen künstlerischen Wert hat. Sie finden auch immer wieder Bilder, die ich durchaus beeindruckend fand für einen Film dieser Budgetkategorie. Handwerklich ist dem Film tatsächlich kaum etwas vorzuwerfen. Das Einzige, was ich wirklich richtig daneben fand, war die Filmmusik. Die hatten sie nämlich aus gefühlt so einem Template-Ordner vom Fernsehen ausgeliehen. Was tatsächlich auch immer wieder aufkam, war, dass so einige Spannungsspitzen tatsächlich entstanden sind. Das ist kein Film, der mich durchgehend unterhalten hat, weil ich mich immer mal wieder auch gelangweilt habe und weil es viele Situationen gab, da bin ich wirklich ins Stirnrunzeln gekommen. Aber ich fand, dass es Momente gibt, da war ich dann doch dabei, da war ich gepackt. Leider, und das ist einer der großen Kritikpunkte des Films, löst sich das so ein bisschen damit auf, weil die Glaubwürdigkeit des Films gerade gegen Ende stark abnimmt. Es gibt ja Videobeweise von den Einsätzen von Tim Ballard, wie er Kinder befreit hat, aber das, was hier am Ende passiert, das nehme ich dem Film nicht ab. Dass das eine wahre Geschichte sein soll, kann und will ich mir nicht vorstellen, weil es wirklich so übertrieben, so überzogen ist, das geht meiner Ansicht nach zu weit an der Realität vorbei. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist für mich Jim Caviezel selbst. Der spielt hölzern. An einigen Stellen hatte ich das Gefühl, der ist im falschen Film. Den mochte ich leider in der Hauptrolle gar nicht. Diese Geschichte, und das wird ja immer wieder erzählt, gerade in den Medien und auch auf Social Media, die ist wahnsinnig wichtig. Und warum hat dieses Thema noch keiner angesprochen? Und ich saß im Film und dachte, das war ein Gedanke, den ich die meiste Zeit hatte, hä, worüber haben denn die Leute da im Vorfeld gesprochen? Es gab hier nämlich tatsächlich so gut wie gar nichts, was nicht irgendwie irgendwo anders schon mal angesprochen worden wäre oder eine Art und Weise, wie es gezeigt worden wäre, die jetzt komplett neu und komplett schockierend gewesen wäre. Sound of Freedom ist längst nicht der erste Film, der sich mit dem Thema Kindesmissbrauch oder Kinderhandel auseinandersetzt. Und was dabei wirklich mehr als nur ein Geschmäckle hat, ist, dass über die gesamte Laufzeit der Held, also Tim Ballard, als genau das inszeniert wird. Jim Caviezel vergleicht ihn in Interviews ja sogar mit Jesus. Und man merkt hier sehr deutlich, es geht eigentlich nicht wirklich um die Kinder, sondern eigentlich vielmehr um Tim Ballard selbst. Und ich fand das insofern absurd, weil es gibt ja Beispiele, wie man es anders machen kann. Ich habe vor ein paar Wochen hier zum Beispiel in meinem Video über Geheimtipps über den Film Capernaum gesprochen. Der zeigt, wie es Kindern in den armen Viertel von Beirut geht, wo sie zum Teil auch verschleppt werden, wo sie als Sklaven gehalten werden. Aber er zeigt es aus der Perspektive der Kinder. Dadurch ist der Film natürlich sehr schwer zu schlucken. Das ist ein schweres Thema. Aber ich finde, damit wird er dieser Thematik sehr viel gerechter, als es Sound of Freedom tut. Der hier so eine große, fast comicartige Geschichte inszenieren will, die so ein bisschen wirkt, als hätten Marvel ihre religiöse Seite entdeckt. Und es ist dabei leider auch immer wieder wahnsinnig manipulativ und arg überzogen. Es gibt so eine Szene, da fragt ein Charakter den anderen, ey, warum machst du das eigentlich? Warum willst du diese Kinder retten? Und dann lehnt er sich so in die Kamera nach vorne und sagt, because God's children are not for sale. Es wirkt leider mehr, als hätte man hier versucht, Schlagworte und Schlagsätze zu formulieren, die man dann hinterher auf Social Media passend verbreiten kann. Das macht Jim Caviezel auch. Dieser Spruch, dass man Gottes Kinder nicht mehr verkaufen kann, der wird immer wieder von ihm benutzt. Richtig übel wird es aber wirklich nur ein einziges Mal, und zwar in den Credits. Da sitzt Jim Caviezel dann da und erzählt nochmal in die Kamera, dass es so schwer gewesen wäre, diesen Film zu machen und dass das Thema so wichtig ist. Und jetzt sind sie die Ersten, die das machen, und bitte helft mit, um diese Kinder zu retten. Und bitte spendet. Und zwar nicht für die Kinder, sondern für den Film. Ja, mehr Kinokarten kaufen ist nämlich in diesem Fall die Lösung. Wenn ich versuche zusammenzufassen, was er da eigentlich sagt, ist die Essenz, Kindesmisshandlung ist schlecht.
Ach, danke, Tümke Wiesel, da wäre ich nicht alleine drauf gekommen. Klar, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, ist total wichtig. Aber dieser Film kennt keine Nuancen. Und vor allen Dingen erzählt er es nicht aus den, wie ich finde, richtigeren Perspektiven, was unter anderem die Kinder gewesen wären. Er erzählt das Thema allein ganz spitz auf Tim Ballard zugeschnitten. Und das fand ich ehrlich gesagt unpassend. Dementsprechend, wenn ich dem Ganzen hier eine Wertung aufdrücken müsste, ne, und das versuche wirklich ohne dieses Drumherum zu betrachten, dann ist dieser Film nicht mehr als mittelmäßig. Ich muss aber sagen, gerade weil es mit Capernaum so viel bessere Filme gibt, die das eben dann besser erzählen und man dadurch eben, wie gesagt, dieses Geschmäckle bekommt, war ich dann am Ende eher im negativen Bereich. Das heißt, ich wäre hier so bei 2 bis 2,5 Sterne, aber eher mit der Tendenz nach unten. Ja, das war jetzt ungewöhnlich viel Erklärung für einen einzigen Film und ich glaube, allein daran merkt man, dass es hier um den Film eigentlich gar nicht geht. Und geht es um die Kinder? Es wirkt zumindest nicht so. Man hat den Eindruck, dass dieses ganze Theater am ehesten den Machern in die Hände spielt. Wenn es wirklich um die Kinder gegangen wäre, dann wäre es doch ein leichtes gewesen, am Ende des Films auf eine von vielen Kinderhilfsspendenaktionen hinzuweisen. Stattdessen bewirbt man aber den Kauf von mehr Kinokarten. Man wird den Eindruck nicht los, dass man hier sich bewusst auf ein Thema gestürzt hat, bei dem sich eigentlich alle einig sind. Ich glaube, es wird sich kaum jemand finden lassen, der sagt, yo, Kinderhandel, voll die gute Sache. Und den Aufschrei darum, den benutzt man dann, um im Rahmen der Veröffentlichung die eigenen Ideologien zu verbreiten. Und das kommt an. Ja, das merkt man ja auch in den Kommentaren, die zum Teil auf meinem oder auf den Kanälen meiner Kollegen seit jetzt mehr als einem Jahr aufschlagen. Ich habe letztes Jahr ja ein Video über Wokeness gebracht und zu diesem Zeitpunkt, da waren das noch vereinzelte Kommentare. Mittlerweile finde ich unter jeder einzelnen Filmkritik, die ich mache, Kommentare, wo der Film als woke Propaganda beschimpft wird. The Creator, woke. Turtles, auch woke. Der Exorzist Bekenntnis, richtig woke. Warum? Das erklärt euch zum Beispiel dieser Kommentator hier, der es ganz furchtbar findet, dass sich da weiße und schwarze Schauspieler miteinander vermischen. Was haben diese Leute eigentlich damals gesagt bei Bad Boys oder Independence Day? War das auch schon ein Problem, dass da schwarze Schauspieler mitgespielt haben? Damals hätte das aber noch als offener Rassismus gegolten, sowas zu sagen. Heute können die sich einfach unter den fackelschwingenden Anti-Wokeness-Kreuzzug mischen und fallen da dann gar nicht mehr wirklich auf. Und das Schräge darin ist, dass diejenigen, die ganz häufig beklagen, dass immer mehr Politik in diese Filme Einzug hält oder dass Ideologien darin verbreitet werden, dass die jetzt einen Film verteidigen, dessen Macher genau das tun. Ja, der Begriff Wokeness ist ja über die Zeit sowieso völlig verzerrt worden. Aber nimmt man mal die ursprüngliche Bedeutung, nämlich dass auf soziale Ungerechtigkeiten hingewiesen werden soll, dann macht doch Sound of Freedom genau das. Und dann ist doch dieser Film vielleicht sogar einer der wokesten, die im Jahr 2023 starten. Was jetzt? Ich denke mal, ich beende das hier und kann mich jetzt schon auf ein riesen Theater in den Kommentaren auch einstellen, aber so ist es dann nun mal. Ich hoffe aber, dass ich ein paar Leute erreichen konnte, die nicht ganz so informiert gewesen sind und hoffe, dass ich euch jetzt ein größeres Bild von dem kontroversesten Film des Jahres geben konnte. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut, bis denn.